Sie sind hier, 13. Juli 2018, Update um 22.16 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Karl-Heinz Rummenigge geht mit dem DFB hart ins Gericht. Urheberrecht Getty Images Update. Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern geht im Plakat Zoff mit dem DFB auf Konfrontationskurs. Der Verband mutiert immer mehr zu einer Vermarktungsmaschine. Jetzt knallt es. Karl-Heinz Rummenigge hat im Plakat Zoff zwischen dem DFB und dem FC Bayern erstmals öffentlich Stellung bezogen und den Verband hart kritisiert. Der DFB mutiert immer mehr zu einer Vermarktungsmaschine, und das wird vom FC Bayern nicht akzeptiert, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern der Süddeutschen Zeitung. Mit einer PR-Aktion des Sponsors Daimler während der WM hatte sich der DFB eine offizielle Beschwerde der Bayern bei der deutschen Fußballliga eingehandelt. Nach Ansicht des deutschen Rekordmeisters verstößt ein Werbeplakat gegen die Leitlinien zur Verwendung von Persönlichkeitsrechten und anderer Rechte der A-Nationalspieler. Einen entsprechenden Bericht der Sportbild hatte Michael Gerlinger, Direktor Recht und institutionelle Beziehungen beim FC Bayern München, mehrere Medien bestätigt, so viele Bayern-Spieler auf DFB-Plakat. Bei dem Vorfall geht es um die Nutzung der Fotos von mehreren Bayern-Spielern für die Plakatserie Best Never Rest. Darauf zu sehen sind Joshua Kimmich und Jerome Boateng. Der Stein des Anstoßes, ein Werbeplakat mit den Bayern-Spielern Joshua Kimmich L. und Jerome Boateng M. Urheberrecht Mercedes durchaus heikel, werden die Bayern doch von Audi, einem Konkurrenten Daimlers, gesponsert, so wie der Rekordmeister die Leitlinien interpretiert, hätte deshalb kein einziger Akteur der Münchner auf dem Plakat abgebildet werden dürfen. Das Argument, Audi hält mehr als 5%, nämlich 8,33% an der FC Bayern München AG. Folglich darf der Konkurrent nicht mit Spielern des Clubs werben. So schrieb es die Welt. Aus diesem Grund hatte Gerlinger den DFB schriftlich zu einer Stellungnahme aufgefordert. Alle unsere Werbemaßnahmen werden im Vorfeld mit dem DFB abgestimmt und erst nach Freigabe verwendet, erklärte eine Mercedes-Sprecherin. DFB wollte Özil-Plakat ändern. Zusätzlich pikant wird der Fall dadurch, dass das betreffende Plakat offenbar kurz vor Turnierstart noch abgeändert wurde. Wie die Sportbild berichtete, musste Mercedes auf Geheiß des DFB nach Bekanntwerden der Erdogan-Fotos nochmal Korrekturen vornehmen. Demnach wurde Mesut Özil aus der Mitte des Plakates in den Hintergrund verrückt. Stattdessen kamen dessen Teamkollegen besser zur Geltung. Unter anderem Kimmich und Boateng, lesen Sie auch Kovac rechnet mit DFB-Ausbildung ab. Plakat Zoff zwischen Bayern und DFB.